Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zum Reel by Contemporary Brass Music. Das heutige Reel beschäftigt sich mit dem Thema Stütze. Ich habe ja schon Snack dazu gemacht mit dem Thema Stütze. Ich möchte aber noch mal ein kleines Update geben. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen. Wichtig ist die Seite, dass die Seite nach außen geht. Bei einigen wird der Bauch reingehen, bei einigen bleibt der Bauch da. Das ist aber nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist die Flankenmuskulatur. Nochmal. Möglichkeit, wie ihr die Stütze überprüfen könnt. Einmal durch den Widerstand. Ja? Und einmal durch Wasser rauslassen. Das klappt wunderbar. Wichtig dabei ist, deswegen mache ich dieses Thema nochmal, dass ihr nicht forciert. Das soll sich natürlich anfühlen. Ja? Also sind ja die gleichen Bewegungen wie beim Lachen, wie beim Schwerheben, wie beim Toilettengang. Aber ihr sollt nicht übertreiben, sondern das soll organisch sein. Nochmal. Immer wieder diese Bewegung auch ausführen beim Üben. Das ist ganz wichtig, bevor ihr einen Klag spielt, bevor ihr eine Übung spielt. Das muss sich einfach automatisieren. Immer wieder. Und ihr merkt ja, ich mache nur so viel, wie nötig ist. Aber jetzt kommt's. Die Stütze wird die ganze Zeit benötigt. Völlig egal, ob wir tief spielen, laut spielen, hoch spielen, leise spielen. Wir müssen immer stützen. Das ist unser Luftkraftwerk. Warum, habe ich in vielen Videos schon ausgeführt. Also, unterm Strich, beim Wasser rauslassen üben, immer diesen Widerstand, Impuls üben, wie ich das bewusst machen und nicht übertreiben, nicht dann verkrampft ihr, sondern versucht eine natürliche, lockere Anspannung hinzubekommen, dass es sich organisch anfühlt. Das war das Reel für heute. Viel Spaß beim Üben, euer Manuel. Macht's gut. Ciao, ciao.